Hi Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. So, zuallererst muss ich etwas machen und ich würde das gerne auch hier im Let's Play machen. Nämlich die maximale Bildrate. Ich habe nämlich tatsächlich gesehen, dass OBS tatsächlich diese Flackerer, diese Linien, die bei mir tatsächlich einfach wie kleine Lupenlinien aussehen, die hat OBS aufgenommen und hat dabei die Farbtöne irgendwie kaputt gemacht, sodass ihr diese Linien auch hattet, eben mit grünen, mit komplett kaputten Farben. Und ich behaupte, es liegt daran, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir nicht 100% aber ziemlich sicher, ich glaube, es liegt daran, dass ich hier manuell auf 60 FPS begrenze und nicht auf Housing mache, und das mache ich jetzt. So. Und jetzt ist auf Housing begrenzt und jetzt sind diese Flackerer hoffentlich weg. Sehen wir mal nach, es sind trotzdem noch auf 60 FPS. Okay. 55. Macht mein PC irgendwas anders heute oder so? Keine Ahnung. Fast 60. Vielleicht liegt es daran, dass es wirklich an diesem V-Sync liegt. Keine Ahnung. Aber generell ist auf 60 FPS begrenzt. Und vielleicht liegt es auch am Debug. Das Wait ist weg. Seht ihr das? Da ist kein Wait mehr. Unten rechts im Debug. Dass der Game Renderer ein Tick, Display Updates, Scheduled Executables, Unspecified Sound, Toasts, Render und Pre-Render Errors. Schön, dass wir Pre-Render Errors haben. Naja, offenbar wird es jetzt eben nicht mehr direkt begrenzt. Aber, gehen da doch offenbar Ressourcen verloren. Aber zugunsten eben für ein stabileres Bild, das trotzdem noch auf 60 FPS begrenzt ist. So, ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Bei League of Legends habe ich auch auf Max selbst auf 60 FPS begrenzt, aber dann zusätzlich noch den V-Sync reingemacht. Das ist eine zusätzliche Option. Würde ich mir hier auch wünschen. Denn offenbar haben wir dieses Warten jetzt nicht mehr, das ein paar Ressourcen freigibt. Das finde ich blöd. Sehr blöd. Naja, wenn diese, wenn es heute immer noch drin ist, mache ich es wieder auf 60 FPS Begrenzung, auf diese manuelle. Denn ansonsten ist es ja vollkommen egal. Anscheinend. In diesem Fall wäre es dann. So. Folgende Sachen. Ich möchte jetzt erstmal, wir hätten hier jetzt nichts mehr. Dann geht es jetzt mit rohem Rindfleisch weiter. Jetzt habe ich schon wieder ein Ei. Naja, egal. Rohes Rindfleisch kommt hier rein. Ah, Mist. Egal. Wenigstens hat das Schwert jetzt auch Reparatur. So. Das kommt jetzt hier rein. Das Ei kommt weg. Kein Problem. Und ich würde gerne noch ein bisschen was reden und deswegen angle ich. Es wird wahrscheinlich nur so 5 Minuten dauern. Es ist nicht viel. Wobei beim letzten Mal hatte ich auch gedacht, das reicht für 20 Minuten, habe ich 50 Minuten geredet. Hahaha. es geht nämlich darum, um DaVinci Resolve wieder. Mein Bildbearbeitungsprogramm. Ich habe ja gesagt, ich hatte erst Camtasia auf einem alten PC. Damit konnte ich gut umgehen, bin aber nicht zufrieden und habe dann auf Lightworks bin ich auf dem neuen PC umgestiegen. Dort sind die Funktionen, oder zumindest die Funktion, die mir wichtig ist, die ich brauche, leider für die Pro-Version nicht für die Freiversion verfügbar, sondern der Pro-Version vorgehalten. Und bin jetzt auf DaVinci Resolve umgestiegen letztendlich, und da funktioniert alles und damit rendere ich jetzt auch die Videos, auch dieses Video. Und tatsächlich, es ist auch das ist leider noch keine optimale Lösung, muss ich sagen, denn ein paar Sachen, vor allem eine Sache, die bei Camtasia sehr angenehm war, funktioniert hier leider nicht oder nicht so gut, sagen wir es mal so, nicht so gut. Wobei aber ich aber eine Idee habe,
Vielleicht habe ich es auch noch nicht herausgefunden, wie es gut funktioniert. Ich fange ja gerade erst an zu lernen, wie man mit DaVinci Resolve umgeht. Außerdem ist es ja auch noch die Open Beta. Vielleicht kommt das, was ich brauche, ja auch noch in der Vollversion dann von DaVinci Resolve 15. Ja, aber etwa eine grundlegende Veränderung, die Camtasia nicht hat oder ich zumindest nie benutzt habe und wenn es das hat, auch ich nicht weiß, dass es das gibt, das ist die Audio-Bitrate pro Sekunde. Die gibt es bei DaVinci nämlich schon. Und ich habe sie einfach mal, ich habe sie überall, habe ich sie auf 320 Kilobit pro Sekunde gestellt. Das ist der maximale Wert, den ich einstellen kann. Und das funktioniert wunderbar, theoretisch. Denn, ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit Bitraten nicht so aus. Ich musste das vorher nie einstellen. Ich habe ja auch gesagt, ich habe die Videobitrate. Ich glaube, das sind 9000 Kilobyte, die ich hier eingestellt habe bei OBS. Musste ich vorher mit Fraps nie machen. Und dann steige ich auch die Audiobitrate musste ich bei Fraps nie einstellen. Und steige ich von Fraps auf OBS um, plötzlich muss ich die Videobitrate einstellen und ich muss die Audiobitrate einstellen. Videobitrate sind 9000, habe ich auf 9000 gesetzt. Ich glaube, es waren Kilobyte pro Sekunde. Und die Audiobitrate auch auf 320 Kilobit pro Sekunde, da weiß ich, dass es Kilobit sind. Und Bit wohlgemerkt, Bit, nicht Byte. Wenn ihr Byte wollt, müsst ihr durch 8 teilen. Dann habt ihr die Kilobyte-Anzahl pro Sekunde. Und ja, bei OBS geht das halt plötzlich. Und auch bei Camtasia muss ich da nie was einstellen. Ich habe einfach Videos reingeladen, also importiert, bearbeitet und rennen lassen, also exportiert. Und ich musste mich nie um Bitraten kümmern. Und bei DaVinci plötzlich werden mir beim Importieren die Bitraten angezeigt. Ich kann die Bitraten einstellen. Und auch beim Exportieren nicht überall, aber bei manchen Einstellungen ist da die Option da, dass man die Bitrate einstellen kann. Kommt aufs Format drauf an, glaube ich, dass man exportiert. Und ja, sogar bei Audacity, also ich habe beim Videoaufnahmeprogramm habe ich von Fraps auf OBS gewechselt. Vom Videobearbeitungsprogramm habe ich von Camtasia zu DaVinci Resolve gewechselt und ich habe überall plötzlich die Bitanzahlen drin. Aber mein Audioaufnahmeprogramm Audacity oder Audacity heißt es eigentlich, Audacity, da hatte ich nie, musste ich nie eine Bitrate einstellen. Nie. Habe ich auch nie. Und jetzt auf dem neuen PC habe ich gemerkt, okay, es gibt eine neue Version und plötzlich, obwohl ich dasselbe Programm benutze, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, einfach Export zu drücken und fertig, dann habe ich eine WAV-Datei. Sondern ich habe, wenn ich auf Export drücke bei Audacity, habe ich plötzlich ein Untermenü. Ich kann das als WAV, als MP3 oder als ich glaube ein MOV oder sowas oder irgendwie sowas, OVV oder OGG. Irgendein drittes kann ich benutzen. Ich benutze es, kann ich exportieren, aber ich benutze es nicht. Und ich glaube, es war OGG. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und wenn ich da dann drauf drücke, auf Exportieren, egal ob als WAV, als MP3, egal, kommen plötzlich neue Optionen. Ich kann tatsächlich die Audio-Bitrate festlegen bei Audacity. Also während ich bei den anderen Programmen oder Funktionen, die ich brauche, die Programme gewechselt habe, bin ich beim Audioaufnehmen auf demselben Programm geblieben und habe trotzdem jetzt auch diese zusätzliche Option, dass ich die Bitrate einstellen muss. Unglaublich, oder? Ein neuer PC, neue Programme, neue Versionen, plötzlich so unglaublich viel mehr da einzustellen. Sachen, mit denen ich mich über 5 Jahre hinweg nie befassen musste, sind jetzt plötzlich wichtig. Und Leute, es tut mir leid, aber genau daran liegt es, dass die letzten Folgen so asynchron waren. Denn OBS hat den Fehler, wenn es eine MKV, oder zumindest wenn es meine MKV-Datei mit einer Audio-Bitrate von 320 Kilobit pro Sekunde Remux in eine MP3-Datei, übernimmt es leider nicht die Aufnahmeeinstellungen, die Videoeinstellungen, sondern remixt es einfach in eine MP4-Datei mit Standardeinstellungen
Die da sind 128 Kilobit pro Sekunde, nicht 320. Weniger als die Hälfte. Ein Drittel sogar nur. Etwas mehr als ein Drittel. Ungefähr ein Drittel. Und oh! Kühl. Oh, Fluch des Verschwindens. Wenn ich das mal anlege und ablege. Also, das ist mein erster Gegenstand mit einem Fluch drauf. Da muss ich nachher nochmal nachsehen, was das macht. Ich glaube, wenn man es anlegt und ablegt, ist es weg. Glaube ich. Jedenfalls liegt es daran eben, dass die letzten Videos ein bisschen asynchron waren an diesen Bitraten. Ich habe nämlich, wie bei Camtasia, habe ich immer den Anfang synchronisiert. Und die ersten Videos waren perfekt synchron, besser als ich es jemals hinbekommen habe. Aber je weiter je länger diese Folgen gedauert haben oder je mehr Folgen ich aus einer Aufnahme rausbekommen habe, desto asynchroner waren es. Und ich habe es leider erst bei Morrowind gemerkt. Bei Minecraft habe ich zugehört, ist es auch so. Da ist es ungefähr, ich behaupte jetzt mal, ein Drittel, eine Viertelsekunde asynchron zum Schluss. Also die letzte Folge. Aber bei Morrowind habe ich jetzt ein Viertel schon aufgenommen und am Anfang, der ist perfekt synchron und das Ende, da ist es um eine halbe Sekunde asynchron. Warum? Eben weil diese MP4-Datei die OBS remuxed, also praktisch neu erstellt aus der Original-MKV-Datei, die es aufgenommen hat, die Audiobitrate und vermutlich auch die Videobitrate, ich weiß es nicht, falsch sind. Da werden irgendwelche Standardeinstellungen hergenommen, die ich eben nicht gesetzt habe. Und wenn 2 Stunden Audio mit 128 Kilobit pro Sekunde sind offenbar um eine halbe Sekunde kürzer als eine Audiodatei mit 320 Kilobit pro Sekunde, die auch 2 Stunden dauert. Beziehungsweise 2 Stunden und 30 Sekunden. 2 Stunden und eine halbe Sekunde, so rum. Und ja, das ist blöd. Ich arbeite daran, ich dachte erst, vielleicht kann ich OBS anders einstellen, dass die Aufnahmeeinstellungen falsch sind, aber tatsächlich sind die alle richtig. Es muss also an dem Remuxen liegen und ich habe jetzt, ich habe doch gesagt, ich habe einen professorischen Umweg bis DaVinci Resolve aus der Beta raus ist, weil es die MP4-Dateien von OBS nicht gut erkennt. Und das war nämlich die Audiodatei von dieser MP4 bzw. von der MKV-Datei zu extrahieren und dann nochmal drüber zu legen und die originale Audiospur des Videos zu muten. Das Blöde ist, ich habe das bei League of Legends habe ich das tatsächlich auch alles ausführlich getestet und das hat wunderbar geklappt, weil die Videos nur eine halbe Stunde lang waren. Wahrscheinlich sind die Verzögerungen da auch drin, aber wahrscheinlich nur eine Zehntelsekunde und das ist schon wieder zu wenig für mich, das kriege ich nicht mit. Ich bin doch ein verschlafener Typ. Und tja, Pech für mich. Und leider auch für euch, es tut mir leid. Wie gesagt, ich möchte jetzt davon weggehen, dass ich die Dateien, die OBS aufnimmt, auch in OBS umwandeln lasse, denn... Oh, was haben wir jetzt? Nochmal Fluch des Verschwindens mit Reparatur! Wow! Und Köder 2, aber ja gut, verschwindet. Haha. Ja. Also was kann man dagegen jetzt machen? Also, wie gesagt, ich möchte es nicht mehr in OBS von OBS umwandeln lassen, da OBS das offenbar scheiße macht. Dass es nicht kann. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, ob es Absicht ist. Wenn es Absicht ist, ist es scheiße Design. Aber diese Funktion funktioniert nicht korrekt. Behaupte ich, ich weiß es noch nicht. Ich werde es nach dieser Aufnahme wissen, da ich es bei mir nach dieser Aufnahme genau ansehe, welche Bitraten die MKV-Datei hat und welche dann die MPV-Datei hat. Und ich behaupte, die sind unterschiedlich. Wenn sie unterschiedlich sind, funktioniert das Remuxen nicht. Dann ist die Funktion fehlerhaft.
Wenn sie funktioniert und die tatsächlich gleich sind, dann funktioniert OBS an sich nicht, denn dann übernimmt es die Einstellungen, die ich zum Aufnehmen eingestellt habe, übernimmt es nicht. Die ignoriert es. Und das ist ein unglaublich großer Fehler, behaupte ich. In einem Aufnahmeprogramm. Eigentlich noch schlimmer als das Remuxen, weil das nur eine Sonderfunktion ist. Aber in eigenen Einstellungen aufzunehmen, das behaupte ich, ist eine grundlegende Einstellung für OBS. Denn ansonsten wären die Einstellungen sinnlos, man könnte sie einfach weglassen. Naja. Und ich werde es dann auch mit meinem Video Formatierer werde ich es umformatieren lassen, die Original MPV, MKV und MP4, und ich werde die beiden MP4-Dateien dann vergleichen lassen. Wahrscheinlich hinter mit Cherisop, und dann werde ich sehen, welche tatsächlich besser ist. Und ich behaupte, dass es tatsächlich dann besser funktioniert, und ich hoffe sehr, dass es dann alles funktioniert. Fehlerfrei und dass auch nichts mehr asynchron ist. Denn ich lasse es überall in 320 Kilobit pro Sekunde aufnehmen, das Audio. Also OBS lasse ich in 320 Kilobit pro Sekunde aufnehmen, Audacity lasse ich in 320 Kilobit, Audacity lasse ich eigentlich allgemein aufnehmen und exportiere das dann in 320 Kilobit pro Sekunde. Das, Audacity, glaube ich, nimmt in größtmöglicher Qualität auf, das heißt, so gut wie möglich, besser geht nicht. Und exportiert es dann in geringeren Formaten. Vermute ich. In geringeren Qualitäten, so. Wohingegen OBS, da stellst du ein, in welcher Qualität du aufnehmen möchtest, und dann nimmst du in dieser Qualität auf. Naja. Und mein Video. Nein, mein. Ach, ich weiß nicht, wie heißt der. Mein Videoconverter. Ich hatte früher Format Factory, aber die. Ich wollte mir die auch wieder hernehmen, weil damit war ich eigentlich immer unglaublich zufrieden. Aber Chip hat gesagt, dass. Also ich habe mir das auf chip.de angesehen und die meinten, dass die neueste Version von der Format Factory von Werbung zugemüllt ist und dass sie sie nicht mehr empfehlen können, dass sie auch nicht mehr zuverlässig ist und dass sie auch. Naja, dass die freie Version einfach zum Kotzen ist und. Wenn man sich nicht vorhat, die Pro-Version zu kaufen, dann vergiss es. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht und ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich damit immer zufrieden war. Ich habe ja dann einen anderen gesehen, der heißt, glaube ich, AC Free Video Converter oder so, ich weiß es nicht genau. Heißt der, glaube ich, und da geht das eigentlich auch recht gut. Aber auch bei Format Factory, kann man auch Videobitrate einstellen. Ich habe das einmal gemacht, ich habe mir einmal ein Profil erstellt, dann nie wieder. Und ich glaube, die Videobitraten habe ich einfach unangetastet gelassen. Aber bei dem habe ich jetzt auch, kann man auch die Bitraten einstellen und die habe ich tatsächlich auch entsprechend eingestellt. Also 9000 Kilobit pro Sekunde für Video und 320 Kilobit pro Sekunde für Audio. Und ich habe jetzt einfach mal, bei Morrowind hatte ich nämlich den Vergleich, da hatte ich die MP4-Datei, also das Video, war Audio auf 128 Kilobit pro Sekunde begrenzt. Und alles andere, meine Stimme und die zweite extrahierte Audiospur auf 320 Kilobit pro Sekunde. Und da hatte ich eben diese Differenz von einer halben Sekunde. Und ich habe dann einfach meine Stimme von Audacity einfach auch nochmal 128 Kilobit pro Sekunde extrahieren lassen. Und ich habe auch die zweite Tonspur nochmal in 128 Kilobit pro Sekunde extrahieren lassen. Und siehe da, es war immer noch ein bisschen asynchron. Ich schiebe die Schuld mal auf OBS, dass es das nicht richtig macht oder hinkriegt. Es war immer noch ein bisschen asynchron, aber nicht mehr eine halbe Sekunde. Also wirklich eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden, sondern etwa eine Viertelsekunde. Ungefähr.